Yo, herzlich willkommen zurück, mein lieben Freund, Zauber. Und wir sind jetzt hier wieder beim krassen Abgehen, was unsere Destinationspunkte hier angeht. Dann lassen wir mal mit Karl dem Großen, Karl der Zerstörer, Karl der Weise, Karl der Kämmermeister, Karl der Kanonenputzer, was weiß ich was. Na, wenn das mal nicht alles mehr Schein als Sein ist. Es ist ein Gymnasium. Ach so, war das eine Anspielung auf den literarischen Werdegang der verschiedenen Teilnehmer eines städtischen Gymnasiums? Gymnasium? Können wir mal drüber reden, was für ein schweres Wort für so eine schwere Schule eigentlich verwendet wird? Da muss man schon, glaube ich, erst wenn man Gymnasium richtig aussprechen kann, dann kann man diese Schule besuchen. Weißt du, sonst, ja, du stehst du davor und danach wird entschieden, auf welche Schule du kommst. Also, okay, willst du hier aufs Gymnasium? Gymnasium? Okay, probier's mal mit Realschule. Realschule? Ja? Was mit Hauptschule? Hauptschule, okay. Also so ungefähr so läuft das bei dem Einstellungstest heute. Das ist Real Talk. So wird entschieden, wer wo und welche Schule kommt. Deswegen hat man jetzt Mittelschule sich einfallen lassen, weil Real ist einfach, ist ja auch ein internationales Wort. Dann denken alle immer, sie kommen irgendwo zu Real Madrid auf die Fußballschule oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen hat man auch gesagt, wir lassen das mit Real. Was soll das? Ne, Real, was ist Real? Ist es real? Ist es real? Oder ist es surreal? Es gibt ja auch keine Surrealschule von dem her. Da wäre ich gerne hingegangen, oder? Auf die Surrealschule. Geil. Nein, auf jeden Fall gibt es deswegen ja die Mittelschule, weil das einfach einfacher ist für die ganzen Kiddies, ne? Damit sie wissen können, wie gut ist die Schule und die alle so, ja, so Mittel. Ne? Dann müsste aber das Gymnasium die Superschule heißen. Aber wobei super ist die auch nicht. Klugenschule. Schlauenschule. Schlaumeierschule. Sie singt immer hier, ne? Da ist ja jemand gut drauf. Unsere Gymnasial. Oh, ist alles so schön. Wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Worauf freust du dich denn? Feierabend oder was? Du bist doch schon, machst du Überstunden jetzt gerade hier. Worauf freuen Sie sich denn so? Das ist die berechtigte Frage. Das verstehst du, wenn du erwachsen bist. Was? Hä? Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was meint sie? Was meint sie? Was hat sie gerade gemeint, Leute? Schreibt mir das mal rein. Jeder einen Vorschlag hier. Was hat sie gemeint? Ich will jetzt von euch einen Kommentar haben, wo drin steht, sie meint, Doppelpunkt. Und dahinter, was ihr denkt, was sie meint damit. Ich habe nämlich keine Ahnung. Weil ich meine, sie ist eine Gymnasiallehrerin im besten Alter. Worauf kann die sich noch freuen? Ja, also ganz ehrlich, da passiert nicht mehr viel. Ja, also, meine ich. Also, weiß ich nicht. Worauf freuen Sie sich denn so? Genau, und wenn Sie sich auf irgendwas, also wenn irgendwas auf Sie wartet oder sowas, warum schneidet Sie denn hier Papier kaputt vor lauter Hass? Haben sich Ihre Schüler in letzter Zeit merkwürdig benommen? Nein, wieso? Sie sind diszipliniert bis in den kleinsten Zeh und strotzen vor Tatkraft, um die Regatta zu gewinnen. Aha. Es geht alles nur um die Regatta, Leute. Regatta, ne? Regatta. Was ist das hier? Ach so. Also ich finde, dass meine Schüler im Rahmen der Bahiti-Projektwoche beachtliche Arbeiten abgegeben haben. Mhm. Sie waren sehr kreativ. Ja, für die Puppe hat man extra viel Stoff gebraucht, ne? Füllmaterial. Ach du meine Güte, das bin ja ich. Ach, die da. Die stammt von einem Mädchen, das dir ähnlich sieht. Ich glaube, dass sie heimlich für einen Jungen schwärmt. Mhm. Hauptsache, es ist keiner vom Internat. Ja, genau. Hauptsache, es ist keiner vom Internat. Ja, also, jetzt ist die Frage. Die Leute, die diese Puppen gemacht haben, sind es halt Fans von unserer Gang so? Oder sollen es wirklich Voodoo-Puppen sein, um uns zu verhexen? Na, das ist die Frage, die jetzt dahinter steckt. Weil ansonsten wäre das hartes Mobbing, oder, Leute? Hartes Mobbing? Ja, ne? Wenn man von jemandem Puppen erstellt, reduziert auf deren Oberflächlichkeiten, dann, um die dann Fallballspiel für Negativität einzusetzen, das ist schon Mobbing. Finde ich schon. Die Anzeige ist raus, würde ich mal sagen. Aber was macht denn Oskar da hinten? Die Abkühlung hast du dir verdient. Ja, aber sei leise. Hunde und Wassersprinkler, ne? Genauso wie Hunde und Wasserschläuche, das ist so ein Thema für sich, ne? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt. Okay. Und sonst gar nicht. Schnapp. Den Schlager kenne ich doch.
Furchtbar, wenn man einen Ohrwurm nicht mehr los wird. Mhm. Habe ich sie nicht schon einmal bei uns im Internat gesehen? Oh, aha, jetzt wird's interessant, Leute. Wen? Mich? Mhm, dich. Ausgeschlossen, dort habe ich nichts verloren. Aha. Ich hoffe, du bist in einer rein schulischen Angelegenheit hier. Was? Hä? Also erstens mal, was soll denn dieser Internatshass hier? Das ist ja dieses totale Schulbattle. Ich meine, so ein bisschen fühle ich es natürlich, aber also ich muss schon sagen, dass die Anti-Haltung ist schon enorm, ne? Und ja, irgendwie, warum ist sie denn gleich so salty hier? So stellen sich unsere Schüler Voodoo-Puppen vor. Nicht sehr dämonisch, was? Mhm. Darüber bin ich ganz froh, denn echte Voodoo-Puppen müssen unheimlich gewesen sein. Wenn ich bedenke, dass eine ganz eigene Religion mit Voodoo-Priestern, Tieropfern und wilden Tänzen dahinter steckt. Gut, dass diese Zeiten auf Bahiti vorüber sind. Ja, ich finde die jetzt auch schon nicht so wenig unheimlich, ehrlich gesagt. Drollig. Eine Voodoo-Puppe mit Brille. Das könnte glatt Karl sein. Warum auch nicht? Eine der Puppen, die ich übrigens für die beste Arbeit halte, stammt von Erkan Rapid. Sehr begabt, auch wenn er eine Extra-Aufforderung braucht. Er hat seine Puppe aber mitgenommen. Warum braucht er eine Extra-Aufforderung? Ja, ich verstehe jetzt nicht ganz... Wer hat jetzt die Puppen gemacht? Und Erkan hat... Genau, warte mal. Erkan hat die Puppe von unserem Tovabo gemacht. Aber unser Tovabo ist doch jetzt kein Schüler des... Weil die machen doch die Projektwoche auf Bahiti. Also muss Tovabo ja Teil des Gymnasiums sein. Aber warum ist er dann bei uns in unserem Internats-Regatta-Team? Also die Logik erschließt sich für mich noch nicht so ganz irgendwie, wieso das so ist, wie es ist. Leise, Oskar. Wie gut kennen Sie Tebororo? Ah, genau den. Nur vom Projekt her. Außerschulische Kontakte zwischen Gymnasium und Internat werden bei uns gar nicht gern gesehen. Ach, Tebororo wohnt im Internat. Tovabo, Entschuldigung. Aber Sie haben diese Pahiti-Projektwoche? Okay. Gut, dann macht es schon Sinn, warum er da im Team ist, aber warum das Projekt so gestaltet wird, macht jetzt für mich auch auf den ersten Blick jetzt keinen Sinn. Okay. Gut. Was ist eigentlich jetzt bei Karl dem Computer mit seinen komischen Videos rausgekommen? Können wir da nochmal reingucken? Die Sabotage unserer Teilnahme an der Regatta hat mich stutzig gemacht. Daher lasst uns mit dem Bau eines neuen Bootes noch warten. Wir müssen erst klären, wie es zum Anschlag kam. Ja, ist richtig. Stimmt, damit verhindern wir weiteren Schlamassel. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Ganz schönes Durcheinander. Geht so. Langsam bekomme ich wieder den Überblick. Macht es Sinn, einen Kinofilm auf einem so kleinen Fernseher zu sehen? Geht nicht anders. Ich bin ja nicht Krösus. Ja, du kannst ja auch nicht... Also der läuft ja da auch irgendwann einfach nicht mehr im Kino. Oder was sind das? Illegale Raubkopien, Mitschnitte aus dem Film, aus dem Kinosaal oder wie oder was? Weil er sagt, er ist ja nicht Krösus. Hieße ja... Er müsste immer ins Kino gehen, um sich den Film anzuschauen, aber er hat ihn ja dann auf Video, das heißt, das ist ja dann lange nach vor Veröffentlichung oder nicht irgendwie. Wir checken nochmal den ganzen Sachverhalt hier mit den verschiedenen Leuten. Wir kommen jetzt auch gleich mal mit Klüsschen und Gabi hier bei Karl ins Zimmer. Schauen wir mal, ob es da noch was zu talken Hallo gibt. Hallo Karl, hast du es gut, so ganz allein? Im Internat hocken Tim und ich ständig aufeinander. Ah ja, das hatten wir auch schon, genau. Ich dachte, du teilst dir mit Tim ein Zimmer, weil es dir zu Hause zu langweilig ist. Ach so. Gehst du beim Aufräumen streng wissenschaftlich vor? Methodisch, Klößchen, methodisch. reichen dir nicht die langweiligen Lehrfilme in der Schule? Die sind schlecht, aber es gibt auch spannende Wissenschaftssendungen. Ja, da hat er wohl recht, der Karl. Da hat er wohl absolut recht. Was denn, Karl? Bei dem schönen Wetter hockst du zu Hause und spulst Videokassetten zurück? Sicher. Du gehst doch vor allem raus, weil einer auf dich wartet. Wenn nicht Oskar, dann Tim. Oh. Uiuiuiui. Was hast du denn? Echt so. Ach so, ist er eifersüchtig? Leute? Ja? Wir müssen klären, wie es zum Anschlag kam. Stimmt. Ich meine, also,
Karl kommt mir die ganze Zeit schon so sehr melodramatisch vor. Also das ist nicht der Hang zur Depression, ist ja, glaube ich, nicht so weit, ne? Also, Das Genie beherrscht das Chaos. War das nicht immer dein Lieblingsspruch? Gleichrangig mit Per Aspera ad Astra. Auf rauen Wegen zu den Sternen. Meinetwegen. Das bringt den Leidensweg bis zum Abi auf den Punkt. Okay. Sag mal, Karl, ist das nicht so ein alberner Teenie-Film? Muss zur Entspannung ja wohl auch mal drin sein. Was? Was meint er denn mit zur Entspannung? Aber okay, gut. Also Karl ist schon so ein kleiner Virus, ja? Also wenn wir uns zusammen, sind wir uns mal ein bisschen einig, okay? Das ist schon, also ein bisschen, aber auch ein bisschen besorgniserregend. Also ein bisschen bedenklich. Also er macht mir schon so ein bisschen, gebe schon ein bisschen Bauchschmerzen hier, wenn ich das so sehe, was hier mit Karl so los ist, ne? Okay, Leute. Dann, gecheckt haben wir unsere Werkstatt und das örtliche Gymnasium. Bei Karl waren wir auch schon, gehen wir doch mal hier hin. Und das ist ja wohl unser Internat, ja? So wie ich das richtig interpretiere. Mein Vater wäre stolz auf mich gewesen, hätte er gewusst, dass ich auf das gleiche Internat käme wie er. Ja. Wer bist du denn, Alter? Die Welt ruht still im Hafen, mein Liebchen, gute Nacht. Wann Wald und Berge schlafen, treu Liebe einsam wacht. Herr Albertsen, geben Sie jetzt auch Deutschunterricht? Oh. Wie? Ach du, Tim. Nein, nein, ich bleibe bei Mathematik und Geometrie, aber ein wenig Allgemeinbildung kann nicht schaden. Okay. Was lesen Sie eigentlich? Ja, wieso ist das denn? Ist das denn wichtig? Total interessant hier. Ganz neue Leute, die irgendwie einen Ansatz geben, der für mich jetzt noch nicht so ganz. Ach so, vielleicht, weil der uns hilft mit dem Bau von dem Boot oder so. Romantische Gedichte von Eichendorff. Hm. Der. Kenn ich. Ja, da geht's nach. Achso, okay, der steht uns zum Wege. Und dann können wir noch nach hinten gehen. Oh, Tovaroho. Ich grüße dich von Häuptling zu Häuptling. Hallo Tim, Albertsen hat mir von der Sabotage erzählt. Schlimm ist das. Allerdings, ich wünschte, wir hätten dir das Boot gezeigt, als es noch intakt war. Wieso machst du denn Fußball? Stimmt denn nicht mit ihm? Was machst du denn hier, Junge? Hast du gestern Abend jemanden beim Bootshaus gesehen? Wie sollte ich? Ich kann mich nicht entsinnen, gestern am Bootshaus gewesen zu sein. Mhm. Sagt er. Sagt er, Leute. Guck dir mal das hier an. Wer könnte diese Fußabdrücke hinterlassen haben? Also ich finde an denen nichts Besonderes. Zeig mir mal deine Schuhe, mein lieber Tovaroho. Wir brauchen noch den Halter von diesen Schuhen. Okay, selbe Spiel, selbe Stelle, selbe Welle. Vielleicht sollte ich mir mit Willi ein eigenes Wappen ausdenken, das an die Tür zu unserem Adlernest kommt. Ja, bitte. Haben Sie von der Zerstörung unseres Bootes gehört? Ja, ich bin wuchtig begegnet, als er schimpfend seinen besten Kehrbesen suchte. Er hat mir von der Bescherung erzählt und gleich die Aufsicht aufs Auge gedrückt. Oh. Naja, in der Projektwoche ist mein Stundenplan sowieso nur Formsache. Ah, Projektwoche, okay, alles klar. Dann, Tovaroho. Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen würde? Weiß nicht. Ich will ihn nicht unnötig aufregen. Ja, was hat das denn mit seinem Vater zu tun? Die Boote. Ein wunderschönes Motiv. Ist das deine Heimat? Ja, das ist der Königspalast auf Bahiti. Sein Haus also, ja? Sein Haus. Home sweet home, Alabama. Okay, alles klar, Leute. Dann gehen wir raus und checken den Sachverhalt mit Karl beim nächsten Mal. Dann seid ihr auch wieder da und alles wird wunderbar. Ne? Ciao.